Hallo, ich heiße Mascha, ich unterrichte Malen nach einem Stern. Er nennt das selbst Malspiel. Das heißt, dass die Malende ihre Fantasie frei lassen, ohne Druck, ohne Bewertung, ohne Aufgaben, und ich zeige, wie es bei uns geht. Malen nach einem Stern bedeutet, dass man sich abgeschlossen in einem speziellen Raum, am liebsten der dazu geeignet ist, einsperrt, von allen Einflüssen weg. Es soll keine Musik, kein extra Licht, am liebsten auch kein Tageslicht da sein. Man hat eine Palette mit 18 Farben. Und zu jeder Farbe gehören mehrere Pinsel, am besten, weil es, wenn es mehr Leute kommen, dann, damit die Leute nicht einander stören. Zu jeder Farbe gehört ein Glas Wasser, damit die Farben nicht schmutzig werden. Also es muss schon ordentlich gemacht werden. Es gibt gewisse Regeln, denen man folgen muss, und nicht so irgendwie so ganz wild um sich herum mit Farbe schmeißen. Aber sonst, die Freiheit, die hier entsteht, die passiert auf dem Blatt. Also viele Menschen sagen, dass sie nicht malen können. Aber in diesem Kurs geht es nicht darum, dass man hundertprozentig die Realität darstellen soll oder ein Glas oder eine Flasche oder einen Menschen nachmalen kann. Es geht um was anderes. Also man soll einfach seine Fantasie freilassen. Man lernt bei dieser Art des Malens, lernt man sich zu konzentrieren. Man lernt sich kennenlernen. Man entdeckt plötzlich irgendwelche Geschichten oder Talente oder Neigungen, die man vorher gar nicht richtig wahrgenommen hat, weil man in sich selbst vertieft. Und das hilft. Das macht auch keinen Unterschied zwischen Menschen, die malen können oder die malen nicht können. Es ist für alle gut.